Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu der Karte Revelations und in diesem Video gibt es so ein kleines Easter Egg Update Video, weil mich eigentlich schon viele gefragt haben in den Kommentaren, wie es aussieht mit dem Easter Egg, also mit dem Main Easter Egg, ob man da jetzt schon mehr weiß, ob da jetzt schon erste Schritte draußen sind und jein, kann ich dazu eigentlich nur sagen, denn es gibt nicht wirklich bestätigte Schritte. Man hat schon vieles versucht. Jeder von den amerikanischen und englischen YouTubern hat schon einiges ausprobiert. Die sind dauerhaft am Livestream. Aber so wirklich richtige Schritte, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt Schritt 1 oder so, sind noch nicht draußen. Wie gesagt, ich will so ein kleines Update machen, was man jetzt genau weiß, wo man denkt, dass das Schritt 1 ist und was Schritt 2 ist und so weiter. Und damit fangen wir gleich mal an, und zwar mit den Grabsteinen, denn davon geht man aus, dass es Schritt 1 ist. Denn im Anfangsraum, wenn man außerhalb der Karte schaut in Richtung Origins, gibt es auf der einen Insel so ein paar Grabsteine. Und dort gibt es 4 Grabsteine, die jeweils zu zweit immer auf einen Inselteil dort sind. Und wenn man dies in der richtigen Reihenfolge hier abschießt, das zeige ich hier gerade im Video bzw. im Hintergrund gerade, dann leuchten diese so ganz kurz rot auf. Und es kommt so ein Zaun, also so eine Art Bestätigung, dass irgendwas passiert ist. Was genau aber jetzt die Grabsteine bewirkt haben, das weiß man jetzt eigentlich immer noch nicht. Es gibt ja dann zum anderen auch noch dieses Licht, das man im Anfangsraum bei diesem Auto hat. Wenn man das Ganze aufnimmt, dann leuchtet das HUD unten rechts ziemlich stark auf. Aber was genau das Licht bringt, das weiß man auch nicht. Da gibt es eigentlich auch nur ein paar Theorien, wie zum Beispiel, dass man Teammates wiederbeleben muss und dann wächst das Ganze. Aber das schaut eigentlich eher aus so wie ein Bug. Und die andere Sache ist auch noch, wenn man von einem Zombie geschlagen wird, dann verschwindet das Licht wieder und man kann es bis jetzt nicht irgendwie wiederholen. Deswegen weiß man dann auch nicht wirklich viel. Und gestern war es dann auch noch der Fall, dass man sozusagen einen Schritt 2 gefunden hat, wo ich eigentlich zu meinem Teil nur sagen kann, ja, ich weiß nicht wirklich, ob das jetzt wirklich zum Easter Egg dazugehört, also zum Main Easter Egg, denn mit diesem Schritt 2 kann man sozusagen so Audioaufnahmen suchen oder finden, die man dann bei den Radios auf der Karte einsetzen kann und dann eine Nachricht anhören kann. Jetzt in dem Fall, wo man es jetzt weiß, ist die Nachricht von Sophia, also der Assistentin von Dr. Maxis. Und ich will das Ganze mal kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze kann man anscheinend erst aktivieren, wenn, wie gesagt, diese Grabsteine in der richtigen Reihenfolge angeschossen wurden. Deswegen ist das sozusagen wirklich Schritt 1. Und was man als nächstes machen muss, ist diesen Wächter zusammenbauen. Dazu habe ich auch schon ein Tutorial hochgeladen auf meinem Kanal. Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Und wenn man jetzt nun diesen Wächter zusammengebaut hat, muss man von diesen Teleporter oder von diesen Sprungplattformen immer hin und her springen. Es gibt irgendwo eine Stelle, das ist eigentlich immer zufällig gewesen bis jetzt, also soweit ich alles gesehen habe, ist das Ganze immer jedem Spiel zufällig, muss man immer hin und her springen und irgendwann kann es mal passieren, dass eben dieser Wächter anhält, nichts mehr macht, also auch nicht mehr auf die Gegner schießt, er macht so eine Art Meditieren dort oder so eine Art Ritual und man muss dann diesen Wächter beschützen vor den Zombies, denn die Zombies, die greifen euch dann nicht mehr an, wenn ihr in der Nähe von diesem Wächter seid, sondern laufen nur noch auf diesen Wächter hinzu. Deswegen, den muss man dann 1 bis 2 Runden beschützen und wenn das getan ist, dann lässt er so eine Audioaufnahme droppen. Und wie gesagt, bei dieser Audioaufnahme kann man jetzt mit Hilfe der Radios, da gibt es glaube ich 4 Stück genau auf der Karte, eine Nachricht anhören. Mit dieser Audioaufnahme kann man nur zur Nacht der Untoten gehen und ich lasse das Ganze wie gesagt gleich mal abspielen in Ruhe, da habe ich das Ganze nochmal aufgenommen. Und die Nachricht ist, wie gesagt, von Sophia, also der Assistentin von Maxis. Aber ob das jetzt wirklich weiterführend ist für das Easter Egg und ob man da jetzt noch irgendwas machen muss mit diesen Audioaufnahmen, weiß man natürlich nicht. Es gibt, wie gesagt, auch 4 Radios. Das heißt, es muss eigentlich noch 3 weitere Audioaufnahmen geben. Aber wie man diese bekommen kann, das weiß natürlich bis jetzt wieder noch keiner. Und das ist jetzt eigentlich soweit alles, was man, wie gesagt, von diesem Easter Egg auf Revelation weiß. Ich finde es ziemlich gut, dass das Ganze ziemlich schwer ist dieses Mal. Aber dass bis jetzt so wenig bis jetzt herausgefunden worden ist, erstaunt mich eigentlich trotzdem, denn die Community ist eigentlich ziemlich groß und deswegen dachte ich eigentlich, dass da trotzdem irgendwas herausgefunden wird. Wie gesagt, ich lasse euch die Audioaufnahme von Sophia jetzt gleich mal abspielen und somit sage ich jetzt eigentlich nur noch viel Spaß mit der Audioaufnahme. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper. Nach vielen Wochen des Versagens und der Frustration gelang Dr. Maxis endlich der Durchbruch, nachdem er gesucht hatte. Die Ergebnisse waren unmittelbar und erschreckend. Im Falle von Subjekt 2.6 waren keine Ausbrüche der Gewalt zu verzeichnen. Seine Fügsamkeit schien dauerhaft. Aber während wir die Durchführung der Behandlung an den anderen Subjekten vorbereiteten, kam es leider zu einem Zwischenfall. Subjekt 2.6 griff während seiner Felderprobung am Morgen einen Aufseher an. Nimm deine schleimigen Krallen von mir!
Maxis glaubt, dass Subjekt 2-6 nur den Aufseher angegriffen hat. Er weiß nicht, dass auch ich angegriffen wurde. Ich habe eine sich entwickelnde Abfolge von hohem Fieber und kaltem Schweiß festgestellt. Meine Gedanken sind sprunghaft. Ich habe eine sich entwickelnde Abfolge von hohem Fieber und kaltem Schweiß festgestellt. Meine Gedanken sind sprunghaft.